Hallo meine Latronauten, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge und hier Ghost Recon hallo. Wildlands und hallo und Video. Video. Javier Coronel Vallardo ist zu lang, also nennen wir ihn wie seine reichen Freunde. Carcita, er ist ein Mappy, ein mexikanischer Preppy oder ein Prepsikaner. Sein größter Erfolg war der Sieg in der Spermalotterie. Gonzalo Coronel Vallardo ist Milliardär. Und sein Papi gibt Söhnchen alles. Geld, Autos, Ausbildung, BA in Harvard, Business MBA in Wharton, Dr. Phil in Oxford, um sich etwas Feinschliff anzueignen und gute englische Kleidung. Jetzt darf er sein eigenes Resort leiten. Das war mal ein Nationalpark, aber jetzt wurde eine exklusive Ferienanlage daraus. Hier tut Carcita, was er am besten kann. Verbindungen herstellen. Zwischen Santa Blanca und jedem, der jemand ist. Manager, Politiker, Richter, Partylöwen, sogar Promis. Sie wissen, wer das ist, oder? Kleiner Tipp, sie ist in die Reha, wegen irgendeiner rassistischen Aussage. Carcita bietet dem Kartell mehr als nur Geschäftsabschlüsse. Es ist ein beispielloser Grad der Korruption. Und sie sollen dem ein Ende bereiten. Ohne Connections, keine Korruption. So, hallo erstmal. Ja, wir sind wieder da. Das Problem war, in der letzten Folge ist euch aufgefallen, wenn wir nicht schnell genug sind, dann sind die Videos einfach weg und ich finde sie auch nirgendwo. Also es wird die bestimmt irgendwo geben, aber ich finde sie halt gerade nicht. Und deswegen jetzt diese übereilte Begrüßung. Ja, neues Gebiet. Alles geht wieder von vorne los. Ich würde sagen, bei B hast du schon schön markiert, ne? Wichtige Aufklärungsdaten, die holen wir uns mal. Wollen wir das mit dem Heli machen oder wollen wir mal eben im Auto fahren? Nee, komm, hier. Ich bin schon mal in den Pickup gestiegen. Ach, du lässt mich wieder fahren, ne? Ich fahre. Du Sau. Oh. Sie haben das Spiel verlassen. Kurze Aufnahmepause, bis wir wieder zusammen sind. Wieder zusammen geht's jetzt weiter. Ja, ah, okay. Auch mit Windows 10 läuft es mit meinem Modem irgendwie immer noch nicht so richtig gut. Aber ich bin ja guter Dinge, dass ich ja jetzt ein Telefon habe und mit dem Vodafone-Kundenservice reden kann, der mir dann bestimmt dabei hilft, ein neues Modem zu bekommen. Das sollte der Vodafone-Kundenservice schaffen. Ich meine auch, sowas gehört zu haben, dass der das kann. Hallo? Ja. War ich eigentlich lang? Wir müssen ihn nur noch mal daran erinnern. Genau, richtig. Vodafone-Kundenservice noch mal kurz Bescheid sagen. Ah, das ist, ja. Es ist dunkel, das ist halt ein bisschen doof, ne? Und du weißt ja, wir hatten das ja schon mal, das Thema. Die Nacht kann uns helfen. Ja. Tut sie aber meistens nicht, wie wir wissen. So. Oh, wir sollten zurückgehen. Oh, schnell zurückgehen. Da sind ein paar Menschen. Einmal die Drohne fliegen lassen. Aha. Die scheinen aber alle nicht böse zu sein hier. Nee, richtige Aufklärungsdaten. Noch keine Feinde. Aber es ist ein roter Bereich. Da, in dem da Haus. Da ist. Ja. Sicario-Führer gesichtet. Sieht nervös aus. Ideal, um ein wenig Angst zu verbreiten. Hä? Was? Schüchtern Sie ins Sicario ein? Wie, was? Was? Fordern Sie eine kleine Gruppe Rebellen für einen gemeinsamen Angriff an. Okay, wie mache ich das jetzt? Achso, schüchtern Sie das Sicario ein, okay. Bei A. Ja. Ich habe ein verfügbares Video. Ich nicht. Also du hast dieses schüchtern Sie den Sicario ein. Das ist kein Video. Man konnte doch irgendwie dieses Befehlsrad öffnen, ne? Wie war denn das? Da. Ja, aber wir haben halt noch nichts. Wir können nichts von den Rebellen fordern. Außer einen Mörserbeschuss. Das können wir ja mal machen. Alles klar, Amigo. Habe verstanden. Vorsicht. Ach du heilige Scheiße, das ist direkt bei mir passiert. Ich weiß jetzt nicht, wie man den einschüchtern soll. Ich bin ein bisschen überfordert.
Oh, das hatte sich jetzt auch erledigt mit dem Einschüchtern. Egal. Wir können einer Leiche keine Angst machen. Lass uns die Mission machen. Klappt mal wieder nicht so, wie wir das wollen. Da hinten war doch auch noch einer, ne? Ich hab'n. Nee, ich hab gedacht, also es ist ein Zivilist, okay. Aber ich höre noch mehr. Ich hab'n. Ich höre Schüsse! Sehr gut. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. So, einmal wieder auffüllen, einmal Nachschub mitnehmen. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Und dann da. Gut, dann können wir. Eine Spur von Cassitas Helfer. Bowman meint, ihn auszuschalten, hilft Cassita Alarm zu legen. Legen wir. Schupp. Ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt aber echt einen Heli und machen erstmal den Nebeneinsatz hier noch, also diese Mission. Die Infomission. Und dann gehen wir zum nächsten Dings, oder? Ja, können wir machen. Der Heli steht auch direkt vor der Tür hier, ne? Ja, genau. Ich nehme mal nochmal stabiles Zielenrang von mit. Munitionskapazität, reicht da mein... Ja, kann ich auch mal mitnehmen, ist auch gut. Reicht das nochmal? Nein, leider nicht. Ich habe auch nur noch einen Punkt, okay. Machen wir mal noch einmal eine Batterie für die Dings, für die... So, mal ein paar Skillpunkte verteilen. Wir skillen irgendwie gar nicht. Also ich zumindest nicht. Großartig ich tatsächlich. Ich hab das gemacht. Ja? Ich skill echt wenig, muss ich sagen. So, mal eben noch Nachschub markieren hier. Okay, dann da vorne Heli. Schupp. Okay, dann. Ich fliege, sagt er. Klar. Woher weiß der das nur, dass ich fliege? AI. Meinst du? Ja. Ich habe ja gedacht, ich hätte den Schlüssel gefunden, ne? Die Lösung des Fliegens, aber irgendwie... Du bist doch jetzt relativ schnell. Ja, ich weiß nicht. Ich bin irgendwie noch nicht so überzeugt davon, dass das alles so richtig ist, was wir hier machen. Santa Blanca hätte Cassita eine gute Zukunft gehabt. Ich würde sagen, hier ist mal ein guter Landort, ja. Oder? Wie geht das denn? Cassita ist ein faules Muttersöhnchen. Sobald ihm irgendwie Ärger droht, haut sein Papi ihn raus. Genauso ist das bei den reichen Jungs bei uns zu Hause. Das sind immer die Idioten. So, schauen wir mal. Ein dummer Junge mit Geld bleibt also nur ein dummer Junge. Er hat nur mehr Spielzeug. Ja, ein dummer Junge mit Geld bleibt also ein dummer Junge. So, dann wollen wir mal wieder. Ich sehe also ein zweiter Tango. Ziel Nummer 2 da. Die Daten sind da und ich sehe bis jetzt aber nur zwei. Was ist das denn da vorne? Rebellengefängnis, okay. Ah, warte mal kurz. Da oben ist ein Scharfschütze. Oben auf dem Turm. Ja. Den werde ich mir mal eben. Ich schnapp mir den ganz rechts in dem Gebäude. Den werde ich mir mal eben snacken, den Schnarfschützen. Passiert. Schnarfschütze auch tot. Da ist ein zweiter Tango. Ich sehe noch einen Tango. Alles gut, alles gut. Pock. Auch weg. Gut. Sieht so aus, als ob... Nee, hier ist irgendwo noch was. Da drinnen vielleicht? Irgendwo ist noch einer. Nicht mehr. Okay. Alles gut. So. Ein bisschen Nachschub sichern. Und einmal... Das Resort. So, was wollen wir uns denn anzeigen lassen? Ich würde sagen Bonusorden, ne? Hier ist ein Fertigkeitspunkt. Echt? Und ein Waffenteil. Meine ich ja ein Waffenteil. So. Was ist denn, ist es was Tolles?
Scharfschützengewehrlauf, habe ich schon. Ja, jetzt geht der vielleicht auch für dein anderes Scharfschützengewehr. Ja, das ist ein kurzer Lauf, das ist nicht der Schalldämpfer. Okay, dann M und dann würde ich sagen, fahren wir jetzt einfach direkt zum Story-Einsatz, ne? Befrei mal eben hier den anderen. Das ist so nah jetzt. Ja. Anschnallen, Leute. Auf geht's. Lululul. Boah, genau durch. Ah, ich kann Sachen. Hör mal. Ich bin Alter. Führerschein made by GTA. Ja, an dir ist Sebastian Vettel, an dir ist echt ein Vettel verloren gegangen. Ist so. Deswegen fahre ich im Real Life kein Auto. Ah. Weil es gefährlich. Das ist richtig. Du könntest mal hier vielleicht... Das ist ja gut. Entspann dich. Abhörgeräte? Was sie immer von uns denken. Wanzen setzen und weg, wie Schatten in der Nacht. Was für Wanzen? Ohne entdeckt zu werden? Heißt das jetzt, wir dürfen auch keinen töten, oder? Ne, ohne entdeckt zu werden. Das heißt, wir dürfen töten, ne? Ja. Okay, ich guck mal gerade, ob man irgendwo über den Zaun rein... Oh, 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 oh. Aber hast du Wanzen? Nein. Egal, vielleicht muss man ja nur... Oh, der steht da vorne aber doof, ne? Den mag ich aber gar nicht, den Typen. Aber der... Ohne entdeckt zu werden, was ist das denn für ein Scheiß? Echt, das ist doch so mal gar nicht unsere Art. Das heißt ja effektiv, wir können nur über die Hinterseite rein. Da bist du... Also wir können auch alle nach und nach töten. Es darf nur keiner entdeckt werden. Ja, das ist ja gerade mein Plan. Das war knapp, ey. Okay, zwei haben wir noch, ne? Einen noch? Ich müsste, ne? Müsste soweit durch sein, ne? Ah, du kannst einfach Wanze platzieren mit E. Alles cool. Hast du gemacht? Ich habe schon eine Wanze platziert, ja. Warte, ich mach mal eben die andere. Oh, der ist da draußen. Ja, ja. Erledigt. Ja, das war ja tatsächlich doch relativ smooth. Oh, sneaky Bastards. Alter, was sind wir gut drauf, ey. Da ist ein Fähigkeitspunkt. Hier ist ein Kartellorden. Da wird aber ein kleiner Gangster traurig. Klack. Sein, ob das zu meiner Klasse A Uniform passt. Komm. Hast du den Punkt? Natürlich. Auch, ja, ja. So, nächste Aufklärungsdaten. Das ist, wenn wir jetzt nördlich fahren, können wir direkt die Aufklärungsdaten mitnehmen. Achso, hast du schon markiert, oder was? Ja, ja. Keine Zeit. Erledigen Sie ihn und fertig. Alles klar. Nomad Ende. Hä, hey, nee. Achso. Fuck, jetzt bin ich, glaube ich... Ja. Nee, du fährst schon richtig. Ja, ja. Ja. Mhm. Ich glaube... Du hast den Wagen geschrottet. Ich
doch nicht weg. Bleib hier mit deinem Wagen. Arschloch. Warum hält er sich denn die ganze Zeit die Hand und so? So, den nehmen wir. Na, super. Wird dir nicht gefallen, aber ich kann nicht diskutieren. Raus. So. Gib ihm. Gib Gas, Junge, gib Gas. Aber ich würde sagen, ich weiß gar nicht, das erste doch. Ich würde sagen, wir fahren da jetzt noch hin. Vielleicht machen wir das noch. Vielleicht schaffen wir das noch. Es ist ja, diese Dinge sind ja immer kurze Missionen. Ja, genau. Das machen wir noch und dann geht's mit den, mit der anderen Mission. Guck mal, da können wir nämlich noch eine Aufklärungsdatei auf dem Weg mitnehmen, bevor wir dann... Und da unten ist die nächste direkt. Ach du, wie geil ist das denn? Da kannst du einmal im Kreis fahren hier. Ja, genau. Deswegen sagte ich ja, wir sollten die da oben mitnehmen jetzt. Das ist ja cool. Wow, Alter. Oh, hier ist aber auch lustig, ne? Hier sind aber auch ein paar Menschen, die uns nicht mögen. Ja, stehen bleiben! Die mögen uns auch nicht da vorne. Setze Drohne an. Natürlich nicht. Tipp, tipp. Tipp. Noch ein dritter. Tipp. Da ist noch einer. Oh, zwei Lamborghinis. Uhu, mit Alarmanlage. Blöd. Lamborghinis. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ich erkenne jetzt nichts mehr, also ich komme nicht mehr weiter. Ah, warte, ich habe noch eine Drohne gestartet. Ja. Ich schalte mal den ersten hier aus. Ein Drecksack weniger. So, die drei am Haupteingang sind hinfort. Dann gucken wir mal, was wir jetzt da drin ein bisschen aufräumen, ne? Die dummen. Krieg ich irgendwas? Da, wer bist du? Stipp mal. Okay. Da vorne ist dann einer. Nee, da musst du jetzt genau nachladen, sag mal. Oh, hast du den erwischt? Ja. Nice. Hinterm Haus ist noch einer. Ja, zwei, ne? Ja. Anscheinend. Oh, das war Synchronsterben, sehr schön. Ja, allerdings. Geschafft. So, okay. Dann haben wir das auch. Fertigkeitenpunkt. Hol ich gleich. Ein Gouverneur aus Argentinien besucht das Ressort, um eine Nummer zu schieben. Besorgen wir ein Video, wie sie aufeinander rumspringen und erpressen ihn dann? So, das haben wir. VIPs zu vertreiben. Und Fertigkeitenpunkt ist drin, oder was? Ja, ja. Ah, da, okay. So, wunderbar. Das Kartell macht schönere Orden. Okay, dann noch einmal Munition auffüllen und dann würde ich sagen, war's das aber für heute, ne? Yes. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und ansonsten sage ich wie immer, bis denne. Vaya con Dios.